Moin Moin und willkommen zurück. Ich bin's wieder, der Schande, und wir spielen weiter Asgard 2. Und wie ihr sehen könnt, befinden wir uns immer noch im Tempel von Osiris. Letzte Woche, wollte ich gerade sagen, letztes Video haben wir natürlich das soweit geschafft. Und jetzt werden wir nochmal, wie sieht's aus, nochmal einen Tempel machen müssen hier, der als göttliche Gottheit. Nähert euch auf eigene Gefahr. Stellt euch mir und sinkt in Vergessenheit. Hm? Die Magie meines Vaters. Ich hörte seine Stimme nicht mehr seit... Okay. Mal gucken. Erschlüssel die verfluchten Spiegelsymbole. Erschlüssel die verfluchten Spiegelsymbole. Hier haben wir ganz schön viel. Okay. Da kann man eine Axt werfen. Großer Tempel. Und es hoch machen. Bringt mir ja nichts, wenn er nicht da links läuft, ne? Er hält leider nicht. Er hält leider nicht so. Okay. Überlegen, wie es kann man hier machen. Spiegelsymbole. Da kann auf jeden Fall eine Axt drauf werfen, da vorne. Kann das ja schon von da unten machen. Am besten. Mal Leben nehmen hier. Okay, mehrere, die wir haben. Die beiden habe ich gesehen. Ich glaube, es sind schon noch mehrere. Schaffen wir Zeit wieder diese Symbole. Mit eurer Hilfe, große Gottheit, können wir mit ihnen einen Pfad über den Sand legen. Versucht, die Steine auf den Treibsand zu legen. Ja, das will ich. Jetzt geht's. Ich lebe nicht. Na gut, machen wir jetzt nochmal. Was passiert da ja oben mit den Symbolen, ne? Ja, halt nicht. Jetzt. Nein. Mal. Langsam. Kann man andere Dinge hochmachen? Hier ist auch oben. Ich muss den Spiegel erreichen, bevor der Sand auch mich verschlingt. Okay. Ich frage wie. Nicht. Lass mal hier rüber, ob wir vielleicht machen können hier. Ah, warte mal. Okay, das ist gut.
nicht. Und der vielleicht. Welchen hat er da hochgenockt? Was der? Oder? Und dann der? Nehmen wir auf. Jetzt hoch. Ich hab leider die Symbole nicht gesehen, das war jetzt geraten, ne? Das ist natürlich auch nicht das Wahre, aber was soll man machen? Irgendwie muss es ja funktionieren. So, jetzt haben wir noch mehr Symbole. Seht mich an. Nervst du? Kreis, Sonne, Ank, Adler. Kreis, Sonne, Ank, Adler. Kreis, Sonne, Ank, Adler. Kreis, Sonne, Ank, Adler. Kreis? Kreis, Sonne, nee, Kreis, Mond, ne? Oh Mann. Ich bin nicht euer Haustier. Lasst mich los. Und dann Ank. So. Danke sehr. Gut, dann sind wir hier hingekommen. Bin nicht überrascht. Seht ihr die Sterne an der Decke? Der Sternwirt beschützt die Schatzkammer. Recht seinen Bann, um den Schild zu erreichen. Recht seinen Bann, um den Ding aböffnen? Nee. Das muss ich, glaube ich, als Gottheit machen. Nutzt den Leitstern, um das Bild im Spiegel nachzuzeichnen. Ah, okay. Meine Warte. Weg. Ja, ich muss nochmal neu machen. Okay. Geht nicht. Okay. Ich kann es sowieso nicht zeichnen jetzt. Muss wahrscheinlich in ein. Genau, es muss wahrscheinlich in eine Richtung. Achtet also auf den Pfad, den ihr zeichnet. Ihr könnt keine Linie nachziehen, die ihr bereits gezeichnet habt. Der Krummstab und das so Flagellum. Mein Vater führte Ägypten wie ein Hirte sein Neues? Das sieht schon ganz geil aus da hinten, ne? Oh, guck mal, die Treppe baut sich langsam auf. Jetzt kommen wir der Sache näher. Zeig mir das Bild. Okay. Warte, wir müssen hier oben anfangen. Runter. Ist das nicht? Ach so. Oh. Die Krone meines Vaters. Ein Symbol dafür, dass er Ma'at in Ägypten verkauft. Das ist mal lustig. Also ist wirklich Krone, die cool gemacht, Seed niemals tragen könnte. Mir ist egal, was Seed trägt. Ich bin hinter Sekhmet her. Sieht kompliziert aus. Wir fangen auch hier oben an. Ach, verdammt. Ja, verdammt, ich hab einen vergessen. Warte mal. Könnte aber auch so gehen. Nee, warte mal kurz. Geht, mach nochmal anders. Dann machen wir das. Das müssen wir. Wir fangen. Okay, weiterschauen. Warte, das kann ja gehen. Wir müssen gleich noch den. So. Das sollte es gewesen sein.
Dann wollen wir das magische Portal betreten. Ein Spiegel? Glaubten Sie wirklich, der Anblick seines Ein Spiegel, ein Fenster, ein Portal. So viele Wunder, die an ein leeres Leer? Was habe ich auch erwartet? Dass ein Gott einen sterblichen Körper hinterlässt? Okay, lass mal da reingehen. Unterhaltet mich. Okay. Ah. Schön, die wurde gespeichert. Ich glaube, es kommt ein größerer Kampf auf uns zu. Das ist eine Schatzkammer. Also ich glaube schon, dass wir gegen was kämpfen müssen. Das wäre sonst zu einfach. Dann ist die Frage, wie oft wir die Anläufe brauchen, um den zu killen. Was zu killen, es zu killen, was immer das... Okay, es geht los. Was für ein Schild. Keine Ochsenhaut könnte ihm gerecht werden. Mehr als ihr oder okay. Ich erahnen. Wie mein Vater werde ich euch den besten Lehrer bringen. Oh nein. Gefertigt, um das Schwert an eurer Seite zu ergänzen. Ich hielt mich für einen Krieger. Aber der Schild konnte mein Herz nicht vor Bastet, meiner Geliebten, schützen. Das Problem werde ich nicht haben. Ich nehme es so, wie es ist. Dann nehmt es, Sterblicher. Okay. Lasst mich raten. Sie wollen den Schild zurück. Ihr braucht. Oh. Unendlichen Dank für eure harte Arbeit. Wo ist mein Schild? Da. Mein Bann ist gebrochen. Nutzt den Schild mit meinem Segen. Ich habe einen Nickel. Er fliegt zu weit, als dass ich ihn stoßen könnte. Es sei denn, ich lenke seine Angriffe um und locke ihn heran. Diesen Geschmack noch nicht. Okay. Okay, ich kann es nicht treffen. Oh, das ist nicht riesig. Oh nein! In dem Moment, wo ich das Schild wegwerfe, ne? Ganz ehrlich, in dem Moment, wo ich das Schild wegwerfe. Oh. Könnt den Sterblichen nicht sterben lassen. Fest. Mein Bann ist gebrochen. Ja, machen wir. Nutz den Schild mit meinem Segen. Oh nein. Oh, nein, auch was mehr.
eine blöde Affe. Fliegt das oben rum, Affe. Oh Gott sei Dank. So, gereicht jetzt, ne? Ja, echt anstrengend. Auch nur, weil es so rumflattert. Man muss die ganze Zeit nach oben gucken. Das nervt total, wenn man jetzt so rumguckt. Macht keinen Spaß. Wollen wir mal die Kisten aufmachen hier? Ich glaube, man kann auch ganz entspannt kämpfen eigentlich, aber irgendwie ist man trotzdem in der Ecke. Zack. Die Kisten machen wir auf hier. Bam. Oh, viele Kisten, ne? Wo haben wir das? Ich glaube schon, dann lass mal raus hier. Schild haben wir. Osiris Tempel ist geschafft. Glaub ich mal. Wie bitte? Was passiert hier? Oh nein, ich dachte, das war's. Ach du Scheiße. Was ist er denn? Getötet, den großen und mächtigen Osiris. Wenn ihr euch nach Sicherheit sehnt, hättet ihr nicht mit den Toten spielen sollen. Oder einen Sterblichen als euer Gefäß nutzen. Oh. Okay. Euer Moment wird kommen. Mein Vater gab euch all sein Wissen weiter. Und euch nur die Hälfte. Das sieht ja cool aus. Diese Fertigkeit habe ich allein entdeckt. Zurück! Alle weiter! Diese Ziel sollte Anubis fürs Erste in Schach halten. Kehrt mit dem Schild so schnell wie möglich zu Petar zurück. Ich sehe nicht mehr so viel wie früher. Doch noch immer genug. Ich sehe nun, ich kann es meinem Vater gleich tun. Weitergeben, was er lehrte. Bei den gleichen Körper wie ich. Ich werde diesen weniger Bauchmuskeln hatte, aber sonst. Okay. Okay, ich dachte, wir hätten jetzt einen fetten Endkampf, aber naja, kommt bestimmt noch. Wir müssen bestimmt noch gegen den kämpfen. Ziemlich. Bin da ziemlich scharf drauf, muss ich zugeben. Okay. Ihr dürft passieren. Aber zum Schild reingehen. Ist das hier die Aufgabe? Dann gucken wir mal, was er uns da zu unterbreiten hat. Ah ja, die Fremde. Und nun gebt mir euer Schwert. Es war einst mein. Was ist geiler? Klar macht er das geiler. Ihr habt Manus Schild. Behaltet ihn. Ich schmiede flex ein bisschen rum, leider gut, Schwert, um damit Zack mit anzugreifen. Wenigstens ihr habt den Willen, natürlich, sie einzusetzen. Spielt ihr das mit seinen Fäusten? Ach so, gut. Was ist da denn? Ach so, das haben wir, das, was wir im Riff doch auch gesehen haben. Mich. Also im Riss. Ihr seid mein Vermächtnis. Genau wie Horus, der Vater und Mutter verloren hat. Und all jene, die mein Handwerk nutzen, als ich es nicht konnte. Und das ist schon ziemlich cool. Beeindruckend. Reist zur Roten Kluft und benutzt dieses Schwert und diese Peitsche. Zusammen, Bakus Stachel genannt, um hinüberzuschwingen. Es sollte funktionieren. Danke.
Meine Bemühungen gehen weiter. Tempel von Tiefrot wirkt ein Fragment der Sonnenscheibe. Doch könntet ihr die Mauer auf seiner Rückseite in der Nähe des Tals der Knochen erklimmen? Ich schätze eine Arbeitspause. Was denn tun? Ich habe euch alle nötigen Werkzeuge gegeben, um die rote Kluft zu überqueren. Alles Weitere müsst ihr selbst herausfinden. Okay. Die Reifen können wir jetzt ja, okay. Gut. Ich schätze eine Arbeitspause. Vielleicht können wir ja einfach was gesammelt und können unsere Sachen weiter machen. Also. Für sie brauchen wir es aber nicht. Also. Fordert verbessert der Stachel von Baku. Lass uns den mal fertigen. Wie geil, wenn wir den jetzt auch noch machen können. Hier ist der scheiß grobe Schleifstein. Aber das ist schon. Hier ist ja schon mal besser jetzt. Aber, da gibt es verbessertes Schild von. Brauchen wir groben Schleifstein? Diese scheiß Schleifsteine, ey. Gut. Bei der Rüstung? Armschienen des Verteidigers. Und so Rohleder. Was hat er denn hier sowas, wir noch bekommen können? Ein Schleifstein? Nee. Warum hat er sowas nicht? Rohleder hat er. Noch wieder hier. Ein Hemd. Physischer Widerstand erhöht sich. Bei dem hier. Atomschutz. Jetzt ein Hemd des Siegels. Nur mal die Verteidiger-Sachen fertig machen hier. Die Armschiene. Kupferz haben wir nicht, was kann man wie ihm kaufen, glaube ich. Die Armschiene auch gleich mitmachen. So. Sie können wir noch nicht so viel machen. Hat ja die ganzen Sachen, die wir kaufen können später. Brauchen wir nicht unbedingt. Sachen. Natürlich super viele Sachen, die wir verkaufen können. Machen wir jetzt auch nicht. Wozu? 2000 kriegen wir dafür. Wohl, naja, dann haben wir das, die ganze Kohle, ne? Können wir hier echt alles verkaufen. Das sind alles Sachen, die man verkaufen kann. Die brauchen wir ja nicht, ne? Den Kopf behalte ich mal. Ich muss mal irgendwas machen mit dem Kamm. Ich glaube es zwar nicht, aber ich würde vorstellen. So. Das 4 verkaufen wir auch. Und das wir haben wieder genug Kohle zusammen. Da haben wir einige von. Gut. Brauchen wir alles nicht. Die behalten wir. Gut. Mal da. Helm des Wächters. Haben wir ja schon das andere alles zusammen, ne? Ist das mal egal? Ich schätze eine Arbeitspause. Mal was wir jetzt hier in unserem Inventar reinquatschen. So, in der Rüstung. Mehr Angriffskraft. Die anderen haben ein paar coolere Sachen. Aber das soll uns jetzt nicht interessieren, denn das Buch. Kluft überqueren. Dafür kriegen wir 2 grobe Schleifsteine. Okay. Okay.
gut. Leb wohl. Kehrt jeder. Ja, lass uns zum Anschlagstafel gehen. Lasst mich meine Werkzeuge zum Einsatz bringen. Oh, da sind noch ein paar Sachen abgeschlossen. Mal kurz gucken. Ja, genau. Erledigt. Erledigt. Ja, genau so. Annehmen. Okay. Gut. Genau, der Nervtrick gibt's gerade nicht. Jetzt auch nicht gerade die größte Sache. Wollen wir ihn nochmal reden hier? Ihr werdet stärker. Ihr wünscht zu sprechen? Da. Ach so, das wissen wir schon. Die wird euch den Weg zu Sekhmet zeigen. Euer Sterblicher wusste das. Ihr findet die Teile der Scheibe in den Wüstentempel. Gut. Ich kann nicht mehr so... Was hier? Ja, warte. Geht in Frieden. Kehrt sicher zurück. Gut. Wir können ja einmal kurz... Das Schwert ist ja jetzt... Gleich rausnehmen hier. Wir müssen wieder weiterreisen. Noch einmal ganz kurz zum Händler. Vielleicht kann er uns ein, zwei Sachen machen. Mixen, mischen. War er das, der uns das mischen konnte? Sprecht oder geh. Ihr habt meine Wollt Aufmerksamkeit. Ob ich etwas will? Wisst ihr, was ich nicht habe? Mein liebstes Trinkgefäß. Seht, hat es zerbrochen. Wo habt ihr es verloren? An Seths Türschwelle. Ich bot ihm mein feinstes Gebräu an, in der Hoffnung, Ägyptens Frieden verhandeln zu können. Ihr könnt euch vorstellen, was dann geschah. Unwahrscheinlich. Aber ihr könnt es ersetzen. Im großen Sandmeer gibt es einen sterblichen Händler, der etwas haben könnte, das meiner würdig ist. Sprecht mit Bass über einen neuen Auftrag. Okay. Meine ihr Waren. Habt meine Aufmerksamkeit. So, das kann uns fertigen. Lass uns ruhig mal fertigen. Getränke brauchen wir. Immer zwischendurch, nur so ganz schnell. 10 sollten reichen. Sicherheitshalber kaufe ich mal eine davon. Genug. Den brauchen wir nicht, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Und der Leere? Oh, den Fertigkeitsbaum zurücksetzen wollen wir nicht. Kann auch Tränke so kaufen. Das Bild kostet 20, das machen wir nicht. Da können wir Sachen verkaufen, wollen wir auch. Nee, gut. Ihr habt meine Aufmerksamkeit. Gut, vielleicht hätte er ja noch eine Quest für uns hier. Fangen wir mal nach. Oh ja! Bis ihr mich wieder segnet. Ich werde üben, während ihr weg seid. Es so, okay. Könnte nützlich sein. Gut. Dann wäre unsere nächste Station natürlich eine andere. Da gehen wir direkt hin, mal auf die Karte. Wo ist die Karte jetzt denn da? Großes Sandmeer. Und vielleicht finden wir diesen Verkäufer ja auch, von dem er gesprochen hat. Aber wir müssen jetzt erstmal wohin? Die Frage. Da. Ober der roten Kluft. Irgendwas in der Nähe wäre eigentlich nur dieser hier. Auge des Ra. Da bauen. Finden wir im großen Sandmeer einen Händler. Ein Trinkgefäß verkauft. Er ist hier hinten. Wie kommen wir da hin? Ach, guck mal, wir können hier hin. Da ist der Händler. Oase des Lights. Da werden wir einfach mal hineiern. Okay. Reisen wir kurz mal hin zum Händler. Gucken uns das mal an. Subiras Schattenwandel im Handumdrehen. Subira spezielle Steine Schattenwandeln, wodurch sie zwischen festen Aggregatzustand und Schatten wechseln. Haben wir ja schon gemacht. Und hier. Schauen wir gerade hier. Ja. Wir folgen. Da. Ja, dann machen wir als erstes hin. Als nächstes hin.
Und? Ich sollte mich mal dehnen. Reit hier. Und los geht's. Ich frage mich, wie wir jetzt mal hier unten links. Gucken, ob wir da durchkommen. Mal gucken, auf jeden Fall. Ich will dann direkt da hinkommen. Ich glaube, wir sind hier verkehrt. Zeit, meine Krallen zu schicken. Ich glaube, wir sind hier verkehrt. Also, nee, wir könnten da, dann kommen wir da durch. Nee, das ist okay. Wo kommen wir denn da hin? Oder sehe ich es verkehrt? Nee, das ist richtig. Was der Händler, okay. Warte jetzt. Okay, wir müssen gucken, wie wir da runterkommen. Aber trotzdem irgendwie. Warte mal, also. Jetzt irgendwie. Wo ist verkehrt rum? Sind wir hier? Wir sind verkehrt, wir müssen da jetzt zurück. Wo wir hergekommen sind. Ich muss leider mal gucken die ganze Zeit, weil ich gerade echt Orientierung verloren. Und dann geht's durch und dann geht's da rein. Von da sind wir gestartet, ne? Bin da falsch abgebogen, okay. Ja, auch dumm. Macht euch bereit. Nee, müssen wir nicht. Hier kommen wir nicht durch, hier ist ein Scheiß. Links davor. Mhm. Muss einen anderen Weg geben. Das ist hoffentlich der Mühe wert. Stimmt. Wir haben hier längst gerade einen Gegner gesehen. Gegner dauernd irgendwas. Fette Falle sein, wir wissen es nicht. Na komm mal mit. Das hier liegen wirklich so. Da kommen wir wahrscheinlich nicht einfach rüber, ne? Auch nicht mit dem. Mit dir als Wolf, hier wollte ich gerade sagen, als Panther, kommen wir da rüber? Ich bin bereit zu spielen. Na her. Oh, jetzt bin ich drin im Tier. So. Weiter rüberlaufen, Tier. Und nicht ganz rüber, okay. Hier sollte man vielleicht nicht machen, okay. Einen anderen Weg finden. Okay, warte mal. So ein Ding. Das könnte von diesem Händler sein. Ich weiß es nicht. Ah, es könnte wirklich ein Händler sein. Der uns hier irgendwie so ein. Das ist eine fette Falle, weil wir sind mit dem Beutel. Seht ihr das? Ah, ist der Händler. Dann sei Dank, dass ihr kamt. Kann ich euch irgendetwas zum Dank geben? Edelsteine Gold? Ich fürchte, so etwas habe ich nicht.
Ich habe leider weder Gold noch Edelsteine oder kostbare Gefäße. Mein einziges wurde im Kampf zerstört. Doch nehmt es gern, wenn ihr wollt. So viel zu einer Belohnung. Welche Gottheit würde so etwas Erbärmliches akzeptieren? Holzi. Warte. Ja. Okay. Gut. Und B ist natürlich Bericht erstatten, einmal kurz. Einmal kurz zurückgehen zu ihm. Damit er Bescheid weiß. Mal machen. Ne? Da ist er. Reisen wir mal zurück. Dann würde ich sagen, machen wir auch Schluss für heute. Das reicht ja auch. Wir sind ziemlich weit gekommen wieder mal. Schauen wir gleich mal nach, was dann noch passiert. Wahrscheinlich müssen wir irgendwas finden, um das zu reparieren, aber ich weiß noch nicht was. Nein. Schüchtern, ihr habt meine Aufmerksamkeit. Oh, aber es ist meiner würdig. Ich bin keine Gottheit mit güldenem Thron. Ich diene Heim und Herdfeuer und dieses schlichte Gefäß ist mehr als ausreichend. Ist es kaputt? Ich bin nicht Petar, aber selbst ich kann ein Gefäß reparieren. Ich habe Horus in seiner größten Not so eines angeboten. Er fühlte sich niedergeschlagen und alleine. Er war weder das eine noch das andere. Ihr könnt euch denken, was folgte. Vielen Dank hierfür. Ich werde vermutlich um mehr bitten. Seid bereit. So, geht weg das gebrochene Gefäß. Überragende Heiltrank, Fertigkeitspunktkugel, Ausdauertrank. Okay. Gut, die können wir nochmal schnell verteilen, die Punkte. Im Inventar haben wir wahrscheinlich auch noch ein paar Kugeln drin. Dann können wir gleich die Fertigkeitspunkte auch nochmal vergeben. Die haben wir 4 Stück. Fügt der Peitschenstahl zum Barco zusätzliche Stränge hinzu, die zusätzlichen Schaden verursachen. Gerne. Ihr habt gewählt. Gut. Das soll es für heute gewesen sein. Hoffe, ihr hattet Spaß und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.